Jo, einige werden jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Toto clasht mal wieder Clash Royale. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Acker Toto, beim Clan OWL Teuton. Mal wieder Clash Royale, ich weiß, ich kann's nicht. Aber ich will es einfach ein bisschen weiterspielen. Und wir schauen einfach mal in die Kisten rein. Oh, es leckt ein bisschen. Ah, okay, jetzt geht's weiter. So, gucken wir mal, was wir drin haben. Jo, das sieht ganz gut aus. Und wir können hier diese Kiste hier noch öffnen. Bisschen Gold. Ich habe ein bisschen investiert, also ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Gold. Aber das sieht ganz gut aus. Und wir haben zurzeit ja wieder ein Clan-Kampf-Event. Ich kann aber schon mal ein bisschen spenden hier, damit ich wieder ein bisschen zu Gold komme. Denn ich möchte ja noch das ein oder andere updaten. Und das, was ich jetzt mal testen will, das ist ganz witzig. Kleinen Moment einmal. Entschuldigt bitte. Ich möchte selber mal zum Clan-Kampf herausfordern. Mal gucken, ob jemand mit mir einen Clan-Kampf spielen möchte. Das möchte nämlich gar keiner. Ich habe es mir so gedacht. Ich meine, es sind 6 von 48 online. Immer 2 pro Spiel. Das heißt also, einer muss jetzt eigentlich da sein, der nicht spielt oder gerade Solo-Spiel macht. Aber spielt keiner mit mir. Ich kann es den Leuten auch nicht verdenken. Ich spiele auch wirklich schlecht hier. Ich habe heute schon 2 Kämpfe verloren und hatte dann auch schon wieder die Schnauze voll. Aber ich breche das Ganze einfach ab. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann kämpfe ich halt Solo. Mal schauen, was wir Solo hier reißen können. Und ich bin in der Dschungel-Arena. Ja, da bin ich ein bisschen festgefahren. Gucken wir mal. Ich habe so ein Kuddelmuddel-Deck im Moment noch. Und komm da mehr oder weniger mit zurecht, gewinne, verliere. Aber das ist jetzt nicht so das Superdollste hier. Und nach wie vor, ja, weiß ich bei einigen Karten nicht genau, wie ich hier die Truppen setzen soll. Aber ich denke mal, wir können so ein Deckspieler, die mag ich ja wieder, diese Inferno-Kämpfer hier. Aber jetzt hat er gemerkt, dass mein Bowler doch ein bisschen auf den Turm gegangen ist. Und ihr seht, ich habe den Rambock, den habe ich gelevelt. Und mal gucken, ob wir mit dem Deck hier nicht ein bisschen mehr machen können. Ich würde gerne ein bisschen offensiver spielen, da ich ja jetzt nicht so der Super... Oh, ey, was leckt das? Guckt euch das an, ey. Also hier am PC, Clash Royale leckt wie blöde. Ist einfach so. Es leckt ganz, ganz stark. Und jetzt kommt er hier schon mit seinen Loon durch. Der wird die Bombe fallen lassen. Ja, okay. Das geht ja gerade noch so. So, ich habe nicht genug Elixier für den Gift. Das macht nichts. Wir giften hier die Musketierin. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, die ist weg. Die ist weg. Komm, Friedhof noch. Komm, Friedhof. Er kann jetzt nichts haben. Und danke. Das war's für deinen Turm, hoffe ich mal. Oh nein, die machen nichts. Okay, da hat er die kleinen Skellies. Naja. Och. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe hier eine Top-Verbindung mit meinem PC eigentlich. Und hab hier trotzdem so Grütze. Das aber nur in Clash Royale. Ich nehme ja mit dem gleichen PC, mit der gleichen Aufnahmesoftware und auch mit dem gleichen Emulator, nehme ich auch Clash of Clans auf. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Null. Entweder stehen die Server hier so ganz, ganz woanders. Oder aber... Ei, scheiße. Das war doof. Das war Mist. Oh, shit. Komm, nochmal ein Friedhof da reingesetzt hier. Ich habe doch schon Friedhof gesetzt. Oh nee, ich hatte schon den Friedhof gesetzt. Habt ihr das gesehen, was das hier wirklich blöde nachleckt? Also das kann ich nicht mehr am PC aufnehmen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier den Päcker noch zu machen. Ah, der hat natürlich immer seine doofen kleinen Mini-Skellies, die mich da so ein bisschen behindern. Aber ich denke mal, jetzt kommen wir hier durch. Und jetzt setzt er seinen Friedhof hier mal ein. Okay, mal
schauen, wer an der Stelle hier erfolgreicher sein wird. Ich hoffe, nicht er. Ich kriege den noch rechtzeitig raus. Ich bin Zacher. So. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich von diesem Spiel hier mal einen Livestream bringen würde, das würde mich umbringen. Echt. Ich würde sterben. Oh, ich kann den Clan-Kampf von schief beitreten. Nein, ich kann schon wieder nur zugucken. Aber mal gucken. Ich fordere mal zum Clan-Kampf raus. Und ich habe ein paar Skelette erhalten. Okay, danke euch Leute, dass ihr mich so stark hier unterstützt. Aber warten auf Clan-Mitglied. Ja, jetzt ist natürlich keiner da. Dann brechen wir es ab und spielen einfach solo weiter. Ja. Wir haben ein paar Pokale. Mal sehen, ob wir auf über 2700 kommen. Das wäre schon ein kleiner Erfolg für mich. Und spiel das gleiche Deck. Viel Glück, danke. Dir auch. Ich bin emotionslos. Tut mir leid. Auch wenn du das jetzt nicht so mitbekommst. Natürlich bin ich nicht emotionslos. Ich könnte... Ja, manchmal. Manchmal, aber nicht immer. Er kommt hier mit einer ganz komischen Taktik. Der kann ich gar nicht folgen. Deswegen würde ich sagen, da mein Drachen jetzt sowieso schon den... Oh, nee, was... Oh, ja, okay. Okay, er haut da auf jeden Fall was ganz Sinnvolles für ihn raus. Das ist nicht schlecht. Der Ritter geht vielleicht noch raus. Ja, da lachst du. Noch lachst du, Kollege. Ja? Gleich wird dir das Lachen vergehen. Nämlich, wenn ich deinen ersten Turm habe. Jetzt muss er hier schon mit seinem Tunnelgräber kommen. Und das wird ihm aber nicht wirklich nutzen. Und der blitzelt die beiden in jedem Fall weg. Muss er schon mit denen hier kontern? Okay. Na warte, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was du gleich in einem neuen Push gegen meinen Bowler machen kannst. Ja, das Game ist nach wie vor eine Farce für mich. Also, pass auf. Ich muss jetzt nur 9 von denen vom Elex bekommen, dass ich hier mit Friedhof ein bisschen pushen kann. Jetzt kommt er hier unten zwar mit dem Butler, das ist aber nicht ganz so schlimm. Und jetzt blitzt er mir zwar ein bisschen was weg hier. Ja, okay, das war gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe ein bisschen was geschafft an seinem Turm. Das war ja auch ganz gut. Den erledigen wir ja in jedem Fall hier. Der kommt auf jeden Fall nicht bis zu unserem Turm. Die beiden auch nicht. Und gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir haben jetzt Luft und Boden. Hier dabei. Und schicken jetzt nochmal den Bowler, der ein bisschen, hoffe ich mal, Schaden von hinten macht. Hexe muss jetzt mal ein bisschen für Lufttrouble sorgen. Und auch die das Drachenbaby. Ah, der Buddler kommt schon. Er muss natürlich immer irgendwas setzen, was meine Erdtruppen hier ablenkt. Jetzt habe ich wieder einmal Luft und zweimal Erd. Wenn der Elektromagier denn rauskommen würde, er kam wieder nicht raus. Es ist echt zum Göbeln. Oh nein. Jetzt muss ich meinen Buddler wieder vorschicken, damit der ein bisschen abwehrt und wieder ein bisschen was aus der Luft machen. Okay, dann würde ich sagen, nächste Karte wird der Friedhof werden. Kron-K.O. haben wir jetzt schon. Und er muss jetzt hinten auf jeden Fall starke Def setzen, sonst kommt er da nicht mit durch. Und mal sehen, ob wir seine Truppen da hinten nicht giften können. Setzen hier jetzt schon mal ein bisschen Verteidigung rein. Ich glaube, das läuft sich auf ein 1-1 raus. Das wird er an der Stelle auch mit dem Butler nicht mehr schaffen. Der ist zwar nicht schlecht, aber auf 1 ist halt auch nicht wirklich gut. Wir kommen hier nochmal mit dem Friedhof rein. Er hat jetzt zwar nochmal Lufttruppen, die sich allerdings um meinen Bowler kümmern. Aber ich kriege auch nichts mehr durch, muss man mal so sagen. 19 Sekunden, ja, mal gucken. Ob da nicht doch noch was geht mit Gift vielleicht. Ah, er kommt hier unten immer mit dem Buddler. Aber auf 1 ist er wirklich nicht so super stark. Und ja, das ist vorbei. Das schaffen wir nicht mehr. Okay. 1-1 bzw. 0-0 passt. Ja, nichts verloren, nichts gewonnen. Super für mich. Ich kann einem
Jetzt kann ich einen Clankampf beitreten. Ja. Oh, jetzt müssen wir warten. Okay, ich spiele mit Final. Mit dem habe ich öfter schon mal gewonnen oder verloren. Oh, was spielt der denn für ein Deck, ey? Na, mal gucken. Gucken wir mal, was wir mit dem Deck und dem Final so reißen können. Was schickt er? Okay, er nimmt einen Grabstein. Da muss ich mal gucken, wie wir hier am sinnvollsten pushen können an der Stelle. Ich setze mal meinen Friedhof hier, dass wir hier ein bisschen Ablenkung kriegen, sonst haben wir gleich wieder verloren. Das wäre blöd, aber der Dicke kriegt jetzt doch den ein oder anderen Hit auf unseren Turm raus. Echt scheiße, der latscht einfach so davor. Und im Endeffekt haben wir jetzt nicht wirklich was gewonnen und nicht wirklich was verloren. Und er kommt gleich wieder mit dem Ding hier. Das ist echt kacke. Und kriegt wieder ein paar Hits. Und wir kriegen hier nichts rausgeballert. Das ist wirklich schlecht. Aber mal schauen, ob wir nicht doch ein bisschen was Richtung Turm jetzt mal schicken können. Da die aber auch zu zweit sind, gehen die auch nicht durch. Hat Skelette da drin. Ja, okay. Da müssen wir vorher giften. Sonst werden Final und ich das sicherlich nicht packen. Meine Hexe hier entgegengesetzt jetzt. Und den Ritter vielleicht noch hinterher. Oh, ich krieg die Dinger hier nicht raus. Er kriegt jetzt wenigstens... Ah, nee, den Riesen kriegt er auch nicht durch. Okay, müssen wir mal schauen. So, komm, Gift drauf da. Der Gift schafft auch noch die Goblins. Nee, ja. Ah, es ist echt schwierig, wenn du die Leute nicht kennst und kennst ihre Spielweise nicht. Jetzt kriege ich auch wieder das Zeichen. Also das ist hier bei Clash Royale echt unmöglich. Kann man nicht anders sagen. Aber wir pushen jetzt mal von hier hinten auf seinen Turm und schauen mal, dass wir hier den Dicken abwehren können. Aber der kriegt jetzt schon wieder so einen Scheiß-Hit hier. Aber wir gehen jetzt mal offensiv mit dem Friedhof auf seine Truppen. Oh, jetzt kommt er uns natürlich bedrohlich nah. Jetzt kriegen wir wenigstens so ein bisschen Hits mal auf seinen Turm aus. Okay. Hexe gesetzt. Also echt spannend hier, finde ich. Findet ihr nicht? Ich finde es spannend. Weil ich ja auch nichts kann. Ja, das kommt noch dazu. So, jetzt aber komm. Elektromagier noch zum Stören. Mitten rein. Die eine Hexe da lebt noch und jetzt muss ich hier ein bisschen mal giften, dass... Ah, okay, 920, das wird auf einen Kron-K.O. hindeuten. Ah, jetzt kommt er da. Pass mal auf, wir schicken mal hier den Rambock. Pass mal auf, der geht durch. Eieiei. So, jetzt haben wir ihm da mal ein bisschen was geschickt. Und hier auch mal raus. Dass der Riese so langsam losgehen kann. Oh, das ist scheiße. Oh, der kriegt wieder so 1, 2, 3 Hits. Ja, 2 da draußen. Okay, da haben wir verloren. Ach, scheiße. Ich hätte fast gesagt. Aber ich sag's mal nicht. Ist halt so, ich kann nicht mit Final. Ich kann mit Final spielen, aber ich kann es halt nicht. Okay, aber einen machen wir noch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, neues Spiel, neues Glück. Mal sehen, ob jemand mit mir in Clankampf möchte, aber ich glaube, es sind sowieso jetzt gerade so 4 Stück in einem Kampf, so dass mich auch gar keiner mitnehmen will. Warum auch? Ja. Warum will mich niemand mitnehmen? Weil ich immer so komische Decks spiele oder weil ich dieses Spiel nicht spielen kann? Ich weiß es nicht, aber ich kann es den Leuten nicht verdenken. Oh, ich habe Deck gewechselt. Ah nein, ich habe das Deck gewechselt. Oh, shit, shit, shit. Das war eigentlich das Deck, was ich im Clankampf spielen wollte. Und jetzt nicht unbedingt hier. Aber gut, da müssen wir das Beste jetzt raus machen. Jetzt sind wir hier im Fight. Man kann ja nicht abbrechen oder so. Und jetzt kontert er schon so ein bisschen hier rum.
Dann würde ich sagen, wir setzen den Elektromagier davor und auch unseren Megalakaien. Mal schauen, jetzt muss ich ein bisschen mit der Koboldgang da hinterhergehen. Ah, jetzt kriege ich aber mein Fries hier nicht rechtzeitig raus, glaube ich. Mal grad gucken. Ah, der macht jetzt noch ein paar Hits. Ja, da kommt der dicke Turm nicht dran. Komm, komm, komm. Ah, der Megalakai, jawohl. Super. Ja, gar nicht mal schlecht. Da sind wir gut durchgekommen. Und obwohl ich habe den Fries gerade noch so rausgekriegt. Jo, das ist blöde. Da müssen wir mal Pfeile werfen. Dafür habe ich nutze die Pfeile auch viel zu wenig. Ich nutze die Pfeile viel zu wenig. Ich denke mal, er kommt jetzt immer wieder mit solchen Truppen hier um die Ecken. Denn er weiß jetzt, dass ich den Lava-Hund habe und wird den dementsprechend immer wieder kontern. Jetzt habe ich noch wieder so ein paar Hits ja wenigstens auf seinen Turm bekommen und er natürlich auch auf meinen. Aber er weiß es nach wie vor, dass ich sicherlich mit dem Lava-Hund etwas machen möchte, aber das mache ich jetzt gar nicht. Ich lenke... Oh nein, scheiße. Vielleicht kann ich die jetzt aber nochmal ablenken. Und jetzt nochmal... Na komm, kein Hit mehr. Ja, kein Hit mehr drauf. So, jetzt muss ich ein bisschen kontern. Ah, der geht nicht ganz bis an den Turm. Das war doof. Ah, der Blitz von ihm, der war nicht schlecht, muss ich sagen. Und er kommt jetzt meinem Turm hier schon bedrohlich nah. Gar keine Frage. Jetzt kommt er da mit dem Päcker, mal sehen. Ja, der Päcker geht ja in jedem Fall durch. Und der geht wieder nicht durch. Oh, der geht wieder nicht durch. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt schmeißt aber wenigstens mal so ein paar Pfeile drauf. Ach nee, ja, okay. Mal ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich ein wenig aufpassen. Und muss jetzt einfach mal hier meinen Hund schicken. Komm vorbei. Oh, ich hab verloren. Ich habe übrigens gerade verloren. Blödes Spiel. Ich bin ja, so ein bisschen drunter. Kann man nichts machen. Wir gucken uns zum Abschluss vielleicht einen besseren Kampf an. Wer spielt hier? Der Mostatisch gegen mit dem Belzebob. Oh, zumindest den einen kenne ich, nämlich den zweitgenannten. Und die spielen auch ganz andere, erstmal andere Ligen als ich, ganz andere Decks als ich. Und sie spielen auch ganz anders als ich. Aber mal gucken, wie die beiden sich hier schlagen. Vielleicht haben wir ja doch noch einen schönen Abschluss der Folge, die auch ein bisschen länger geworden ist. Das macht mir aber nichts. Das übt mich ein bisschen hier in Clash Royale und die beiden spielen schon ganz gut zusammen, muss man sagen. Jetzt mit zwei Queens hier kriegen jetzt aber doch ein bisschen Feuer auf ihren Tower. Okay, der Minenwerfer kommt natürlich nicht bis zum Turm hin. Die ist natürlich auch nur Futter. Für den Prinzen. Das sieht nicht gut aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Der Wirbel war jetzt nicht so gut. Zwei Eismagier jetzt mal auf der Seite da. Das ist natürlich auch schon ganz schön krass. Die mag ich ja auch gar nicht, aber der Gegner kontert gut. Mal gucken, wie das ausgeht hier. Kurz durchgeleckt. Ja, okay, also ist das schon richtig, was hier gerade abgeht. Oh, jetzt auf beiden Seiten mit dem Inferno-Drachen. Okay, da ist die Verteidigung, aber der Inferno-Drache auf der anderen Seite ist fast durchgekommen. Und auf der rechten Seite verteidigt er gut. Jetzt kommt eine Rocket. Jawohl. Sauber. Ich denke mal, das haben die beiden super gemacht. Ja, wunderbar. Boah, habt ihr super gemacht. Krass. Schön wäre natürlich, wenn ich auch mal einen Punkt holen würde. Ah, ja, okay. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen
Und ich denke aber, da das war's von der Folge hier. Wenn euch der Krampf und der Murks hier mit mir gefallen hat, mit mir Clash Royale hier, ihr müsst mich unterstützen. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Ich hänge ein bisschen in Arena 9 fest, macht aber nichts. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Bye, bye. Und jetzt ist aber aus. Thank you.